Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einem etwas anderen Video. Denn heute zeige ich euch Minecraft in einer ganz besonderen Edition, nämlich als Brettspiel. Zugegeben, als Ravensburger mich fragte, ob ich Lust hätte, mir Minecraft-Builders in Biomes anzuschauen, war ich zunächst etwas skeptisch. Ist es überhaupt möglich, die großartigen Spielmechaniken und Freiheiten von Minecraft auf ein Brettspiel zu übertragen? Finden wir es heraus. Builders und Biomes beinhaltet tatsächlich die drei wichtigsten Eigenschaften von Minecraft. Monster bekämpfen, Blöcke sammeln und das Errichten von Bauwerken. Jeder Spieler erhält zu Beginn des Spieles eine eigene Biomtafel, die es fortan mit Bauwerken zu füllen gilt. Die Bauwerke verstecken sich unter den Bauwerk- und Monsterkarten, die die Spieler beim Durchqueren der Spielwelt finden können. Die Truhen am Außenrand beinhalten neue Waffen. Aber um Bauwerke später errichten zu können, benötigen die Spieler natürlich auch noch die passenden Ressourcen. Die findet man in diesem großen Würfel. Aber dazu gleich mehr. Ziel des Spieles ist es, so viele Erfahrungspunkte wie möglich zu sammeln. Diese erhält man durch das Bebauen der eigenen Biomtafel oder durch das Bekämpfen von Monstern. In jeder Runde hat man folgende Möglichkeiten. Man kann Blöcke aus dem Würfel nehmen, die Oberwelt erkunden, Bauwerke errichten, Monster besiegen oder eine Waffe aufnehmen. Von diesen 5 Aktionen darf man aber pro Runde nur maximal 2 ausführen. Damit ihr das Spielprinzip besser versteht, spielen wir jetzt einfach mal 2 Runden. Da noch alle Karten zugedeckt sind, entscheide ich mich natürlich erst einmal für das Erkunden der Oberwelt. Ich gehe 2 Schritte und darf nun alle umliegenden Karten aufdecken. Nun lohnt sich ein Blick auf meine Biomtafel. Mit einem weiteren Waldbiom könnte ich die 3 anderen Waldbiome auf meiner Tafel verbinden. Das ist wichtig, weil am Ende nur zusammenhängende Gruppen zählen. Unten rechts auf den Bauwerkkarten stehen die Baukosten. Ich hätte gerne das Portal und benötige dafür ein Obsidian und einen Holzblock. Da ich aber noch keine Ressourcen habe, entscheide ich mich nun erst einmal 2 Blöcke abzubauen. Das waren meine beiden Züge. Jetzt ist der nächste Spieler dran. Ein guter Zeitpunkt, euch die 3 verschiedenen Phasen des Spieles zu erklären. Wir sind gerade in Phase A. Hier gilt es, so viele gleiche Biome wie möglich zu sammeln. Das versuche ich gerade durch das Zusammenbringen meiner Waldbiome. Phase A endet übrigens, sobald die oberste Schicht des Würfels abgebaut ist. In Phase B später zählen jedoch nicht mehr die Biome, sondern die Materialien, aus denen die Bauwerke gebaut sind. Ich sollte also später unbedingt darauf achten, dass meine Bauwerke aus demselben Material bestehen. In der letzten Phase ist dann der Bautyp entscheidend. Wenn ich gleich durch das Portal in einen dekorativen Typ investiere, sollte ich jetzt schon darauf achten, später mehrere davon zu sammeln. So, ich bin wieder dran. Ich investiere meine Blöcke nun in den Bau des Portales. Dadurch habe ich nun 4 zusammenhängende Waldbiome. Meinen zweiten Zug verwende ich, um zu schauen, was in den Truhen liegt. Mit dem Schwert mache ich 3 Herzen Schaden. Das würde mir bei einem Kampf gegen die Monster ziemlich helfen. Der Bogen macht zwar ein Herz weniger Schaden, erlaubt mir aber später im Kampf ein weiteres Waffenplättchen aufzudecken. Ich entscheide mich trotzdem für das Schwert. Inzwischen haben wir einige Runden gespielt. Ich habe noch 2 weitere Waldbiome gesammelt und gegen einen Mob gekämpft. Die oberste Schicht des Würfels wurde inzwischen vollständig abgebaut. Phase A ist also jetzt beendet. Nun zählen alle Spieler ihre zusammenhängenden Biome. Ich habe insgesamt 6 Waldbiome gesammelt, wovon jedes 3 Erfahrungspunkte bringt. Ich erhalte also insgesamt 21 XP. Und da ich vorhin dieses Skelett besiegt habe, erhalte ich jetzt sogar nochmal 3 zusätzliche Erfahrungspunkte. Wenn ich es gleich in Phase B schaffe, möglichst viele Bauwerke aus Obsidian zu bauen, bringt mir diese Karte sogar noch mehr Punkte. Ihr merkt also, die Monsterkämpfe spielen eine ziemlich wichtige Rolle. Nun startet Phase B nach demselben Prinzip, nur dass ich diesmal darauf achten muss, Bauwerke aus demselben Material zu sammeln, denn die Biome spielen nun keine Rolle mehr. Deshalb kann ich jetzt auch bereits gelegte Biome überbauen. Und das sind eigentlich auch schon die Grundlagen des Spieles. Durch zusätzliche Fähigkeiten, die die Monster- und Itemkarten freischalten, bietet das Spiel eine noch komplexere Spielweise. Auch den Würfel kann man taktisch einsetzen, um Runden schneller zu beenden oder andere Spieler in Schwierigkeiten zu bringen. Für den Anfang sollten die Grundlagen aber reichen, um euch einen kurzen Überblick über das Spielprinzip zu geben. So, und jetzt hoffe ich sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich persönlich finde das Spiel klasse und bin überrascht, wie super es die wesentlichen Elemente von Minecraft übernommen hat. Und es kommt noch mehr, denn im Laufe des Jahres kommt eine neue Erweiterung, die das Spiel noch komplexer machen wird. Also haltet unbedingt Ausschau, wenn euch Builders und Biomes gefällt. Das war's von mir, euch noch einen fantastischen Tag und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und schaut unbedingt mal in das Spiel rein. Macht's gut, tschüss, euer Bergmann.